Ding Freundschaftsspiel. Mein Name ist Manni Breukmann. Herzlich willkommen. Neben mir, wie immer. Ich muss die Kommentatoren ausschalten. Ich habe was vergessen, die Kommentatoren auszuschalten. Spieleinstellungen, Audio, Kommentatoren. Klappe halten. So. Fortsetzen. Ich freue mich natürlich bei euch, mit euch zusammen im ersten Freundschaftsspiel, erst als in Nürnberg. Hier sehen wir dann unseren Gegner, Stanley oder wie auch immer die sich hier nennen dann mögen. Hab auch festgestellt, ich hatte vergessen, die Aufstellung. Wir haben das zu bearbeitet, aber wir haben vergessen, das auch zu nehmen, das auszuwählen. Und jetzt erstmal hier trotzdem Angriff unserer Seite müssen wir. Das ärgert mich natürlich jetzt, wozu ich das denn gemacht habe, frage ich mich. Aber gut, jetzt erstmal hier vorwärts. Schuss und da wird er gerade so rausgefischt. Und Einwurf für die Franken aus dem Nürnberg. Hier im Frankenstadion, wie ich es so schön umgetauft habe. Ah, schade, aber kommt noch an. Dreht sich nochmal. Pass hoch. Ah, der Pass kommt nicht an. Schade, sprach die Made. Und trotzdem Einwurf hier schnell vom Balljungen angelegt. Rüber auf Koch. Und nochmal zu Richtung Koch. Aber er holt sich wieder. Gut gemacht. Da ist der Schuss, aber vorbei vom jungen Füllkrug. Da seht ihr auch nochmal die Aufstellung hier, hat sich ein bisschen verschoben. Ist natürlich jetzt sehr ärgerlich. Gerade da wir jetzt in den letzten Folgen sehr viel Zeit damit investiert haben. Jetzt kommt der Schuss, aber wird abprallt und damit. Ja, Eckball. Wir werden den Torwart mal zustellen. Spielen dann mit einer Flanke rein, aber der Torhüter holt sich halt durch Sonnen. Komm. Ui. Da waren sie durch. Da hat er sich durchgetanzt. Heidewitzka. Hinterbei bleiben. Ah, Mist. Immer dabei bleiben. Hinterbei. Hier muss man sehr viel Geduld aufweisen. Und ich habe 15, habe ich schon offline gelernt. Aber jetzt schnell der Konter. Schuss und Glanzparade des Torhüters. Und wieder Eckball. Und Koch schlägt den Ball wieder rein. Jetzt leckt ein wenig. Aber auch hier der Torwart. Oh weh, Verletzung in dem ersten Freundschaftsspiel. Nein, wir haben es erwischt. Ausgerechnet Füllkrug. Und es wird eher... Na, klasse. Na, fühlt sich dabei hier. Schön. Ran Koch. Ausgerechnet unser Youngster. Das war ein schwacher Pass. Und Einwurf für uns. Da läuft er hin. Na komm. Schöner Pass. Oh, komm. Runter. Jetzt stellen sie zu hier, aber da war die Lücke.
versucht einfach mal, aber wird entscheidend gestört und damit Abstoß vom Tor nach knapp einer halben Stunde Spielzeit. Ich werde dann in der Halbzeit mal die Taktik ändern auf unsere. Nips, komm ran, 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 ran. Schön. Runter und hoch. Nicht so weit hoch. Und zurück und wurde durchgesteckt. Aber nein, aber nein. Da kommen sie auch hin, rammeln sich ein bisschen zusammen hier. Wo ist die Lücke? Das war ein zu schwaches Passspiel. Und dann noch Freischussgehilfe hier. Nach Ziehen und Zerren von Silvester. 3er Freistoß jetzt für Ulf. Ui, Umballa. Ah, aber wann ist jetzt geleckt? Also am Prozessor kann es nicht liegen, der ist mehr als ausreichend dafür. Oh, was ist denn das? Ach so, der pfeift aber auch früh. Da rennt der eigene Spieler und der andere Spieler und... Oh. Und das war vielleicht abseits. Unser Glück war das ist abseits. Schießt mal rein und da ist es drin! Jawohl! Da haben wir es dann auch geschafft, kurz vor der Halbzeit. Nochmal nach oben gelegen. Und dann hat er Hoffnung geschöpft. Die bessere Chancenbesetzer hatten unsere Gegner gehabt mit dem Pfostentreffer. War allerdings auch die einzigste Torchance von ihnen. Hier mit schon einem Versuch in Richtung Tor jetzt nochmal. Da unten ist keiner, doch, da rennt einer mit, aber natürlich nicht von Erfolg gekrönt. Und das war Halbzeit. Halbzeit hier im Frankenstadion. Hermes Werbung. Braunschweig auch unentschieden. Hier alles noch offen. So, wie kann ich das jetzt ändern? Die Taktik. Anweisung. Taktik. Eigene. Ich habe das doch gespeichert gehabt. Warum hast du das nicht genommen? Na, muss ich dann offline mal gucken. Auch kein Problem. Das haben wir genommen, genau. Jetzt müssen wir auch die Aufstellung entsprechend ändern. Das ist ein Stürmer. Schöpf ist noch ein ZOM, genau wie er hier. Das ist ein ZDM. Das passt, das ist ein... Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hat sich alles verschoben hier. Ach du große, selbst das hat sich geändert. Nicht übernommen. Ach, das ist zum Kreuzen. Na, trotzdem... Wechselt immer die Position hier. Na gut. Dann werden wir da so weiter spielen erstmal. Klein wenig offensiver. Ich spiele noch jetzt ausgeglichen. Wir werden noch ein wenig nach vorne machen. Auch wenn wir 1-0 führen. Schöpf hier. Der Mann mit der Führung. Kriegt die Nulle abgenommen. Und dann ab ins Aus. Einwurf jetzt. Erstmal hinten rumgespielt. Ah, kommt durch. Nee, aber kann er durchgesteckt werden. Torhüter. Muss sich eingreifen. Wird hier nicht entscheidend gestört jetzt.
Natürlich, der Konter, der Gäste. Hinterm Ball bleiben, hinterm Ball bleiben. Schön. Jetzt, der Laufpass. Ah, wird abgefangen, schade. Und trotzdem Einwurf für uns. Auswechslung hier bei unseren Gästen. Aber da bietet sich keiner an hier. Geht das, aber jetzt wird geschossen und da ist er. Und da ist der Treffer. Jawohl, das 2:0, das Frankenstadion außer Rand und Band, obwohl es so ein Freundschaftsspiel ist. Hier der clevere Pass, damit die ganze Abwehr ausspielt und Daniel Candeias macht hier den Sack drauf. Noch ein Tor, wenn wir uns ein bisschen zurückziehen, ein bisschen Kräfte sparen, aber erst noch ein Tor. Schöpf jetzt noch nicht erschöpft. Schade, jetzt mal schon das 2:3, aber deutlich dann doch vorbei. Torwart legt sich hin und versucht einen langen Abschluss, schätze ich mal. Meine Vermutung aus der Demo, dass vorwiegend kurze Abschlüsse gemacht werden, scheint auch nicht so stimmen, war nur wahrscheinlich Zufall bei dem Team. Aber gut. Weiter. Hinterm Ball bleiben, hinterm Ball. Der wird gleich passen, aber kommt nicht mehr dazu. Schön jetzt. Schöpf wird geschickt, aber kann den Ball nicht mitnehmen. Ah, schnell ist er hier. Kriegt den Ball auch durchgesteckt irgendwie. Keiner will wirklich zum Ball. Schön nochmal durchgesteckt hier. Na, der war zu optimistisch gesetzt, der Pass. Und deswegen wird auch jetzt schon mal reingehen und hier Schöpf auswechseln. Hat ein doch solides Spiel gemacht. Wer war denn das, wo ich gesagt habe? Der ist hier. Genau. Ima Ramirez, dann haben wir auch schon drei Auswechslungen, weil wir haben ja in der ersten Halbzeit Füllkreuten aussehen müssen. Habe ich jetzt fast vergessen. Na gut. Und damit weiter an den Ball und die Gegner zu federn stürmen wie jetzt hier auf der rechten Seite. Platz für Nürnberg. Ganz viel Platz. Da haben wir durchstecken können. Jawohl. War jetzt eigentlich so nicht mit Absicht, aber warum nicht? Dicker Torfehler. Und Abwehr. Ich glaube, wir müssen doch auf Profi umstellen. Ich glaube, wir müssen doch umstellen hier. Weil das ist ein bisschen arg einfach. Und da jetzt unsere Auswechslung. Und natürlich auch ein bisschen ausgeglichener jetzt. Brauchen jetzt nicht mehr Vollgas zu geben. Können uns ein bisschen das Abwehrverhalten jetzt anschauen. Können uns da ein bisschen einüben. Werden auch andere Gegner haben. Na gut. Er wollte helfen. Einwurf jetzt. Gucken wir uns das mal an. Aber erstmal Einwechslung. Martin geht rein für Furebotin oder was auch immer. Wie er auch ausgesprochen wird, ist ja gut. Jetzt wird gut abgewehrt. Jetzt bleiben aber im Ballbesitz. Und da ist auch das 3:1. Durchgetanzt. Das habe ich gemeint von wegen Abwehrverhalten, ein bisschen üben. Auch deswegen wollte ich erst nach dem dritten Tor wirklich erst mich hinten reinstellen. Und nicht nach dem zweiten.
Auch jetzt der Angriff. Wieder der Nürnberger. Schön. Schieß doch auch nur. Wie oft soll ich den Aufschluss drücken, sag mal. Junge. Scheißding hier. Gefühlt tausendmal auf Schuss gedrückt. Gut aufgepasst von der Verteidigung hier. Und Torwart zustellen lassen. Ein bisschen weiter raus gespielt. Schade, jetzt Konterlauf. Ich denke, das wird eine norwegische Mannschaft los zu sein. Den Namen zu folgen. Sowohl der Mannschaft als auch der Spieler zum Teil. Schön jetzt durch. Jetzt schießt und da ist das 4-1. Jawohl, die Ruckler sind übrigens, keine Ahnung was es ist. Von der Kamera, das ist so. Das habe ich jetzt schon immer so öfter schon so gesehen. Glück gehabt, dass der Pass durchkommt, dann ist er auch durch. Und da ist das 4. Tor. Der Nürnberger Franken. Wie gesagt, in der nächsten Folge werde ich dann hochstellen auf Profi. Hat sonst keinen Wert hier. Schön. Schön. Durchgesetzt und da, ja. Das ist dann ein wenig zu einfach hier auf Halbprofi. Das setzt man schnell hoch. Da kommt keiner hinterher. Hab gedacht, dass es ein bisschen schwerer ist, aber gut. Haben wir uns auch einfach auch ein bisschen schwerer getan, zugegeben, aber wenn man einmal drin ist, dann in der Partie. Und Depps. Und naja. Naja, reift doch mal ein Freistoß. Ja, ist gut. Nicht aufregen, Silvester. Ne, abseits. Nicht aufregen. Das bringt nichts bei dem Punktestand. Was bei dem Torstand. Alles ganz gechillt sehen. Den Ball weg von unserer eigenen Hälfte lassen. Sehen. Nicht ranlassen. Früh attackieren. Denn wie heißt es schön, Angriff ist und bleibt die beste Verteidigung. Schade, dass wir nicht rangekommen sind. Ja. Jetzt mal einen Laufpass, mal schicken, aber da ist der Abpfiff zum 5:1 Erfolg im ersten Freundschaftsspiel. Ich bedanke mich auch herzlich bei Ihnen beim Zuschauen des Spiels. So verletzt 8 Tage, das geht ja noch. Aber was ist hier los? Taktikvorlage. FCN. Was muss ich machen, um die hier als Favorit? Die will ich nutzen hier, genau. Hat das jetzt auch in der Mannschaft übernommen? Er hat's übernommen, jawohl! Das wäre aber dann gucken, wenn das nächste Spiel ist. Was jetzt schon demnächst ist, toll. Gucken wir nochmal rein, wie der Füllkrug verletzt. Da müssten wir uns dann vielleicht doch nochmal... Obwohl, brauchen wir nicht zwangsweise. Um zu neu umzuschauen. Ist jetzt hier alles wieder gut? Jawohl. Haben alle ein schönes Spiel gemacht soweit. Jo. Ja, bitte. Und jo. Ach so, genau, was ich noch machen wollte, ist folgendes. Ich habe ja hier von 4, 5, 14 die Punkte ja gut schreiben lassen. Ja, das werden wir später vielleicht machen, aber was mich hier vor allem interessiert, ist sowas. Kommen wir scouten, das werde ich einlösen, weil damit wird er uns demnächst einen Superstar, einen Supertalent anheuern. Das werde ich jedes Mal gucken, ob ich das einmal mache.
Aber jetzt erstmal ein kleiner Cut. Bis zur nächsten Folge, dann im nächsten Freundschaftsspiel gegen Valladolid. Bis dahin, euer Robot am Mikrofon. Ich wünsche euch was. Ja, ciao, ciao.